Jo, da sind wir wieder. Hallo zusammen. Die Groupfinder wieder am Start mit Space Let's Play, Mr. Fotago 87 und die Brainclubber oder der Brainclubber, keine Ahnung. Ja, hallo. Servus, liebe Leute. Wir sind nach langem Hin- und Hergefuchtel endlich angekommen. Und alles ist Pokerkekse schuld? Ja, weil Pokerkompetenz ist. Schießen! Genau. Ja, wir haben. Party-Modus! LOL, ich bin tot. Alter. Du bist doch ein. Ich dachte, das wäre Safe Zone. Vom Siegdreck, weißt du? Dreck. Gott, ey. Ja, welche auch. Also, habt ihr hier schon was gemacht? Ja, wir haben. Ihr habt den Quest angenommen, also wir können. Wir sind der Phase beigetreten. Also Leute, damit ihr gerade wisst, wir hatten so viele Probleme gehabt, jetzt bin ich hier mit einem anderen Charakter da, der hat natürlich die Anfangsquest schon. Ich helfe den zwei jetzt einfach und ja. Ja, um genau zu sagen, wir hatten das Problem, dass wir nicht auf dem richtigen Server waren. Und wir mussten jetzt nochmal, Fotago und ich waren auf dem amerikanischen Server, weil das von Glimpf, also dem Programm, wie das Ganze hier läuft, das Basisprogramm, so eingestellt war. Und wir mussten uns jetzt neu umloggen auf den Europa-Server. Da mussten wir allerdings die Charaktere neu erstellen, weil die nicht übertragbar sind, und mussten das ganze Tutorial nochmal spielen und sind jetzt hier. Und dann waren wir nicht in der gleichen Phase, aber jetzt ist alles richtig Phase und jetzt chillen wir unsere Basics vor Schissel mein Nissel. Und jetzt geht los. So, das Chaos regiert. Untersuche Evic Port. Einsammeln. Hey, Sau. Komm her, du. Es ist voll cool, dass die Gegner noch so wegrollen und alles. Ja, wir hätten das gemacht. Ist schwer. Was? Wie hat das gemacht? Ich weiß es gar nicht. ja, toll. Ich schäme mich. Gut. Ne, ich weiß wirklich gerade nicht. Unglaublich. Kann man überhaupt schon rollen? Wow, Karte. Der E-Deck-Pod ist leer. Ich hoffe, Enemy Crab. Derjenige, der darin gesessen so. Hat, noch lebt. Ich empfange ja, also das Deutschland-Spiel habt ihr gestern gesehen, das war doch Hammer, oder? Das war ein richtig geiles Spiel, ey. Ja, wow. Ich hätte nie gedacht, dass die 4 zu 1 gewinnen. Das wäre so awesome, also ich bin ja früher 4 zu 1 nie, Fußball-Fan oder sowas gewesen, aber ich glaube, seitdem Spiel hat sich mein Leben verändert. Also. Ohne Scheiß kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Ich muss noch einen Bekannten von mir. Boah, mega Krabbe, jawohl. Das heißt, bis, bei dem Spielstand immer am besten in den Mund schießen. Also da, wo immer so orange ist. Manchmal ist er doch am Arsch oder sonst genau so. Genau, ja. Es klappt, Boah. Also jetzt Anekdoten aus deinem Privatleben oder. In Mund schießt oder in Arsch. Ne, ist klar. Boah, alles gut. Ey, nee, ist okay. Lebt denn noch fünf Vieh? Ja, wir sind hier beim ersten kleinen Arschenfall. LOL! Gibt schwere Mobs. Was ist das hier? Ganz viel Geld. Wow! Wow! Abgeschlossen! What the fuck? Yay. So, also was damit zur Hölle? Ist das eins der Hauptdinger hier in dem Spiel, die Arschenfalls. Da kommen immer. Ihr könnt das. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Rift gespielt? Das ist eigentlich sowas wie die Rifts in Rift. Nur halt hier Defiance. Aber scheiße, ich hab schon bei, keine Ahnung, wie viele Sätzen aufgehört zuzuhören. Was? Ich hab schon bei zigtausend Sätzen aufgehört zuzuhören. Oh, ich hab die Cutscene. Wir haben Glück, dass was? Wir noch am Leben sind. Oh, ja. Mir zu? Ich höre dir nicht zu. Ja, warum? Alter, ohne Scheiß, weil du irgendwie was laberst. Es sind wie die Rifts in Rift. Hä? So ohne Scheiß. Hast du also Rift nicht gespielt? Nein, aber da bin ich raus. Ein What the fuck, ey? Da weiß ich doch nicht, dass du heute gespielt hast. Ja, ist das Scheiße, ey. So. Wir müssen weiter. Oh, wir müssen hier lang. Scheiße. Gibt's hier keinen Fallschaden, sagt man? Nee. Ist hier weiß wie runtergesprungen? Weil das ist ein gutes MMO. Gibt's keinen Fallschaden. Nur Granate. Immersion zerstört. Alter, jetzt. Pass auf. Ich regel das. Granate. Oh Gott, sind die schlecht. Die war im Tutorial irgendwie viel geiler. Okay. Ich habe kein Schild. Ich ohne Scheiß. Du brauchst ja Jahre, bis der down ist. Ja, da kommen nachher noch richtig fette Gegner. Da brauchst du eine halbe Stunde, bis die down sind. Das ist eine Scheiße. Oh, wir haben ja die Top Aufgaben. Untersuche das erste GPS-Signal, untersuche das zweite GPS-Signal, untersuche das dritte GPS und untersuche das vierte GPS. Und das vierte noch. What the fuck? Was vom fünften? Das geht nicht. Kaputt, stimmt. This is not existent. Hier gibt's nachher auch richtige Buggies und Autos und so, das ist voll cool. Wenn ihr damit rumfahrt, das macht schon Spaß, muss ich sagen, das Rumfahren damit.
Weil du kannst hier richtig geile Stunts machen, also die springen voll hoch oder die Brücke, wo ihr da vorne seht, einfach mit dem Punkte drüber und so. Es gibt hier richtige Rennen, wo ihr mitmachen könnt und Erfolge freischalten könnt. Das ist richtig krass gemacht mit Bronze, Silber, Gold natürlich. Es gibt auch Missionen mit Bronze, Silber, Gold, immer schwieriger natürlich auch. Also die haben schon ein paar coole Sachen hier drin. Das ist halt immer die Frage, ob man... Alter, das ist ja voll das Megaschiff. Da drauf Lust hat. Nice, man sich jetzt Lust erst... Hat. Wo denn? Guck mal nach rechts. So, da, ja. Das ist das nice. Schiff, mit dem er abgestürzt hat. Oh, ja. Oh, guck mal, eine Leiche, siehst du aber das sieht sehr abgestürzt aus. Ja. Meine noch eine Mumie. Tote Leiche. Eine tote Leiche? Ja. Eine tote Leiche, Junge. Tote Leiche? Eine tote Leiche, Junge. Unsere Leute, ich schieße doch voll auf unsere Leute. Ja, richtig so. Ich schieß gar nicht, ich scanne einfach nur. Ich fummel hier ein bisschen die Leichen an. Ups. Ha! It's about the Granate. So. Die eigentlich jetzt auch selber die Körper scannen oder ist das jetzt in der Gruppe schon erledigt? Also ich habe gerade einen gescannt auf jeden Fall. Warte mal, ich scanne mal noch einen, dann gucken wir mal. Weil ich habe alles schon eingescannt jetzt bei mir. Achso, nee, dann müssen wir alle selbst machen. Zack. Macht sehr viel Sinn in die Gruppe, ne? Das ist richtig. Doch, natürlich, bei den Missionen, wo es um Killen geht und so, macht Sinn, weil die Missionen werden nachher richtig schwer. Und das ist hier nicht so, dass umso mehr Leute, umso mehr Gegner kommen. Außer bei den Arschenfalls da schon. Außer bei den Eichen. Ey, du Mistschwein. Was? Mistschwein. Ja, wir sterben hier gerade ein bisschen. Ihr sterbt gerade, was? Was, du bist tot? Was, nee, ich bin nicht tot, ich bin nur am Sterben halt. So. Was, du bist tot? So, kann es sein, dass du tot bist, eventuell? Aber nur so ein bisschen. So, ich wiederhole. Jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich nicht mehr tot. Ich bin ein Zombie. Quasi. Alle kampffähigen Agenten melden sich beim Brains. Am New Freedom Summitpunkt. Hey, Artenjäger. So, PvP gibt es hier natürlich auch. Ein riesen Schlachtfeld. Ich glaube, ich bin jetzt erstmal mit was anderem beschäftigt als PvP hier. Du machst hier dein eigenes PvP. Scheinbar. Ja, hat du nicht den als Scan, weil du musst ihn gar nicht immer wieder. Ich hab's gescannt, ich würde dich mit gescannt, meine Grand schon, deswegen, ich warte ja nur auf euch. Ja, auf mich muss keiner warten. Ich ja, auf mich Quests. Auch nicht, Jungs, also ja super. Na okay, dann gehen wir weiter. Captain Grand. Aus hier. So. Ich hab ja vorher schon gesagt, ich hab. Oh shit, ich hab keine Quests. Die fallen hier irgendwie alle überall hin. Hier hört aber keiner zu, Pokerkeks, das ist das Problem. Ja, ja, sag ich ja. Aber schuld, dass mir keiner zuhört. Nein, Mann, der Rift ist im Rift, Alter. Ja. What the fuck, ey, er will's aber nicht begreifen. Ohne Scheiße, Tauge, er will's nicht begreifen. Sowas liebe ich ja, so eine Ignoranz. Ja, du lachst. Übrigens hier die Quest mit den Sternen ist wissen, immer, das sind die Quests für die Stories von der Serie, nur dass ihr wisst. Ey, ohne Scheiße, okay. Überall ballern sie hier rum, weißt du, sie chillt hier. Nice. Cutscene. Jawohl. Ich wiederhole, die New Freedom ist abgestürzt. Es gab schwere Verluste. Hört mich jemand? Captain Grant, Sir. Terraforming-Interferenz. Weiter versuchen, Corporal. Du sprichst so lange in das Ding, Techno bis deine Stimme versagt. Verstanden? Sir. Ich kenne dich. Du bist einer von Bachs Archenjägern. Aber wer bist du? Und was machst du in meiner Operationsbasis? Moment. Sagtest du von Bach? Wie ihn von Bach Industries? Der Kerl, den sie Händler des Todes nennen? Was läuft hier eigentlich? Das hat dich nicht zu interessieren, Fräulein. Sir, wir haben mindestens 200 bestätigte Tote und fast doppelt so viel Verwundete. Ohne Chance auf Evakuierung haben wir kaum genug medizinisches Personal oder Vorräte, Sir. Die Aufklärung hat ein verfallenes Krankenhaus gefunden. Schickt einen eurer Männer, damit er es nach Vorräten durchsucht. Ja, Sir. Das Rettungsteam wird vom Bergzug aus beschossen. Wenn sie nicht in den nächsten 35 Minuten... Boah, was für tote Augen die alle haben, was, die Soldaten? Und durch die mal in die Augenpartien. Bitter. Das wird nicht der vermummte Soldat hier gerade. Ja, ja, genau. Zurück. Sagen Sie den Männern im Strato aber, dass wir sie herausholen werden. Die haben richtig böse, eiskalte Augen. Die Scharfschützen gehörten einmal zu MDE. Jetzt sind sie nur noch eine Bande blutrünstiger Mutanten.
Du willst mir sagen, dass diese Dinger NDE-Soldaten sind? Ja, hat ihnen wohl keiner gesagt, dass der Versuch vor ein paar Jahren in die Hose ging. Sie denken, das ist eine Invasion. Woher weißt du das alles? Es gibt hier viel NDE-Schrott. Nicht zuletzt das Projekt... Ja, Projekt Tranquility. Ich weiß alles darüber. Menschen und Botaner leben in perfekter Harmonie. Was für ein Haufen Stacko. Tranquility war keine Kampfoperation. Die Mutanten haben keinen Zugriff auf Waffen, die einen Stratoträger abschießen könnten. Mit diesem Mysterium stehen sie alleine da. Hör zu, auch wenn es mich anpisst. Der Schutz deines arroganten Chefs ist wichtig für den Erfolg der Mission. Wenn du mir hilfst, etwas Klarheit in dieses Durcheinander zu bringen, können wir zusammenarbeiten, um ihn zu finden. Also gut, ich muss mein Rettungsteam sofort in die New Freedom bringen. Pass also auf die Scharfschützen auf. Wo gedenkst du hinzugehen, Fräulein? Du wirst mir alles, was du über dieses Sperrgebiet weißt, erzählen. Immerhin wanderst du hier illegal rum. Scheiß Iren. Okay. Kriegszone, wir wandern illegal rum. Oh, wie furchtbar. Ohne Scheiß. Guck mal, ob ihr beide in das Auto hier könnt. Wow. Was? Alter, was kommst du hier schon wieder an? Wir beide in das Auto könnt mit E. Ich bin drin. Einer ist drin. Nee, nur zwei Sitze, ist das schade. Ja. Komm nicht rein, ich kann mich nicht. Ey, ohne Scheiß. Bei mir sind die beiden Hinterreifen irgendwo auf Höhe vom Dach. Hä? Das sieht voll geil aus. Oh, wie bitterlich. Ja, schade, nee, dann lass mal halt im Auto erstmal, bis ihr auch was habt. Sonst ist es ein bisschen doof. Telefon! Ja. Ach, jetzt nicht Gott. Dein Ernst, oder? Nee, doch nicht. Hä? Dann war's gerade in-game. Ich hab gerade irgendwie ein Telefon gehört. Das Rettungsteam kann ich hab kein Telefon hier gehört, bei mir zumindest. Klingelton! So, ich hab hier Mission angenommen. So, Snipers Ridge. Wohin bist du? Snipers Ridge, wir müssen hier geradeaus. 180 Kilometer in diese Richtung! 180? 180 Meter, Entschuldigung. Das ist fast das gleiche. Ach, hier die Mission meinst du? Okay, die muss ich glaube ich auch noch annehmen. Ja, ist doch die. Geh einfach aus, dass es die Hauptmission ist. Okay. Los geht's. So, Leute, wir müssen jetzt noch 160 Meter in diese Richtung. Ah, in die Festung da oben rein, ja. Genau. Erinnert mich ein bisschen an Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Okay. Erinnert mich ein bisschen an deine Mutter, ey. Die hat auch Ground Zeroes. Oh, lol. Jetzt kommen wieder die schlechten Sprüche. So, und dann müssen wir, glaube ich, irgendwas zerstören oder so. Oder was müsst ihr da machen? Genau, steht der noch da? Gehe nach Sniper Ridge. Ja, das müssen wir machen. Ja, wird's wahrscheinlich gleich aktualisiert. Das ist das Wichtigste. Ja. Sabotiere die Munitionslager, okay. Neutralisiere. Ja, muss ich jetzt auch machen. Du. Oh, ui, die Musik, Alter. Du. Ah, Mist, keine Granaten mehr. LOL. Alter! Ja. Gut, alles klar. Also, wir halten uns nicht bei dem Ding auf, weil es explodiert nach einer Weile. So, ich glaube, hier kommt noch so ein Fetter, der ein bisschen länger. Der Song ist ganz cool, ich merke gerade, das Lied. Peter? Soundtrack. Ja, das ist ziemlich awesome, was da abgeht. Sag mal, wie viel hält denn der aus? Viel. Alter, schon wieder. Sind wir smart. Er hat kein Schild. Ich helfe. Hilf mir. Frechheit. So, okay. Da hinten war noch eins. Da hinten Scharfschütze da. Alex, gib ihn erstmal. Gib ihm! Jawohl. So, jetzt hier noch. Fuck you. Ich aktiviere das hier. Ja, okay. So, endlich. Kackvieh. LOL, wie der geflogen ist! Habt ihr es gesehen? Der Sniper! Nee. Alter, wie der geflogen ist! Jetzt haben wir die ganze Map geflogen, voll der Glitch. Nice, man. Ja, jetzt kommt er, ja. Wer ist er denn? Was? Ja, das ist der. Ja, sowas ähnliches. Kapitän Grantelbart, oder was?
Okay. Ja, Granatwerfer war geil. Eindringling! Verteidig diese Position! Ja, da immer. Kannst dich ausweichen und dann. Schalte den Mutanten aus, okay. Wo ist denn der, Alter? Ist er? Rollen ist übrigens auf alt. Ah, okay. Ich mach die Kleinen mal ein bisschen. Wenn ich nicht schon vorher sterbe. Ja. Ja, wir werden alle ein bisschen verrecken hier, aber ich bin gerade auch ein bisschen. Nein, verrecken nicht. So, Nickels hat mal den Großen gemacht. Er ist down. Passt. Ja, er ist down. Okay, ist ja? Ja, MP, MP. Einfach, weißt du, einfach gegeben. Alle haben gesagt, der Typ kann voll viel, bis einer das mal ausgetestet hat und er kann gar nichts. Genau. Ja, er ist das so. Hat ja nur die Hälfte. Ich hab ja weiß, wie viele HP bei dem abgezogen, von daher. Sniper Rich, Angriff abgeschlossen. Shazam. Woll. Nice, Mann, Leute, nice, Mann. Schießen. Wir beide haben eine strahlende gemeinsame Zukunft vor uns. Okay. Ey, das ist aber echt Cortana, kann das sein? Was ist das? Das ist aber echt Cortana 2.0, oder? Hier, die Olle. Ein bisschen, ne? Ja. Das ist doch 1 zu 1 aus die Schwester von Master Chief. Oh, shit. Okay, wesentlich mehr Waffen. Wesentlich mehr Waffen ist immer gut. Das ist mein, ja, wie sagt man so schön? Mein Credo. Gucke gerade in die Ego-Fähigkeiten hier gerade. Mal so. Voll der Ego. Jo. Wir müssen jetzt weiter zum nächsten Sniper's Ridge oder wie auch immer. Jo, kehre zum Lager zurück. Jawohl! Wow! Da mit dem Auto runter ist auch geil. Nice, man. Und du. Aber kann sein, dass ihr bald euer Buggy zumindest kriegt. Unser Buggy! Ja! So früh kriegt man den schon? Ja, ich glaube in der nächsten Quest irgendwann kriegt er dann schon. Das Auto wurde nach dem Status des Spiels benannt. Ja, war jetzt ein bisschen intellektuelle Falsch. Free Alpha nenne ich ihn. Arschlochspiel nenne ich ihn. Wir haben jetzt Zugriff auf einen Runner. Ja, jetzt können wir es schon. Immer du willst, um schneller voranzukommen. Na gut, wirklich, Buggy ist halt Spiel ja nett, wenn man am Armee-Server. Ich hab eine Deadbolt gehalten. Hier ist erhalten. Alles verbuggt und so, ist halt ja, kein und Wunder. Buggy, ja. Ein Arzt hat Vorräte in der Accord Medical Klinik gefunden. Ja, da können wir auch, glaube ich, Echtgeld-Sachen kaufen. Ah, ne, von hier rechts daneben. Hier ist das, genau. Was ist hier? Hier können wir so Keyboxen kaufen: Tier 2, Tier 3, Tier 4. Sind halt Ausrüstung und Waffen drin. Ah, okay, so also quasi einfach Drohnen, wie ja, heißt. Ja. Sehr nice. Ah, Petro Hohe. Ah, hier ist mein Fahrzeug. Ach, hast du das schon? Wir haben das beide, denke ich mal, jetzt schon, ja. Ja, ja. Cool, dann können wir ab sofort hier fahren. Ich bin gerade auch noch über den Fähigkeiten drin gewesen. V. Zack. Ja, da steht deins. Nice, ja. Mann. Okay, okay. Ach du Scheiße. Okay, wo geht's hin? Ja, ihr müsst vor. Ja, wir müssen erstmal neue Quests hier. Stimmt, uns. Hier oben, ne? Du, ihr habt gar keine Folge bekommen, oder was? Nee, bis jetzt noch nicht. So, okay. Einmal hier oben annehmen, würde ich sagen. Plündere den Medizinschrank, habe ich als Quest hier oben. Ne, falsche. Du auch? Nee, Moment, ich hab nur gerade noch ein bisschen rum hier gerummelt mit dem Buggy. Plündere den Medizinschrank, ja. Schade, dass das nicht in die Gruppen eingesetzt wird. Also generell so. Was? Naja, das halt die gruppenspezifisch ist. Also, weißt du, die Missionsziele und so weiter. So. Ja, schon. So, wir fahren jetzt, oder was? Okay. Wo bleibt er? Da. Der Pur hier in der dicken Kiste. Jawohl, nice. Alter, Nitro, what the fuck? Ja, auf Shift D sprint. Whee! Voll geil. Oh, wir sind schon da.
Hättest du mich gerade fast überfahren. Ah, okay, alles klar. Boink. Ich bin direkt in der Scheiße gelandet hier. Nein. Geht kaputt? Wir haben alle Platz sparen, gar kein Problem. Ja, mit einem Level 154 oder 164 hier. Oder was auch immer das ist. Ups, Alter. Leute, die kommen aus dem Auto raus, die frech. Volle Ladung! Fangt schon mal zu bewegen. Ey! Die glitschen einfach so. Leute, ich hab keine Munition mehr fürs Gewehr. Hol sie euch! Oh Gott, die Synchro geht gar nicht. Nee, die ist echt nicht so mega prickelnd. Die ist wirklich für den Arsch. Ich weiß ja gerade aus. Ich glaube, hier sind zwei Ziele, die wir beschützen müssen, also glaube ich. Ja. Ja. Oh. Ich sitze fest! Ja. Munition! Klasse! Keine Granaten habe ich. Keine Granaten! Schade. Gar keine, nein. So, ich helfe dir mal hier. Ich wiederbeleben! Der fühlt sich viel besser. Ja. Ah, der ist auch schon. Ja, naja, sicher fühlt er sich besser, wenn ich mir so richtig einblase. Da oben also, auf der mein Charakter. Was? Mein Charakter! Ja, ja, genau. Kennt ihr die Folge? Guckt ihr Scrubs? Oder kennt ihr Scrubs? Ja, aber ja. Nie wirklich geguckt. Ja, doch. Mit euch kann man sich echt nicht unterhalten. Danke für die Unterstützung. So, ich sag ja, Pokerkeks höre ich eigentlich zu. Dich an den Überresten der Klinik. Ja, ich höre dir jetzt auch nicht mehr zu. Also jetzt machen wir halt alle ein Solo-Let's Play zu dritt. Ja, ein Solo-Let's Play zu dritt. Genau. Und jeden Tag kommen ganz viele Folgen raus. Und zwar alle 10 Minuten eine 15-Minuten-Folge. Das ist ja wohl ein Plan. Genau. Ja, dann müssen wir gerade aus. Glaube ich. Aber. Ja. Dann steigst du denn aus? Ja. Hab ich gar nicht. Doch. Nein. Bei mir schon. Kann man die überfahren? Keine Ahnung. Ja, kannst du. Wow. Ich hab's gerade versucht, aber ging irgendwie nicht. Meinst schon. Triff dich mit dem E-Rap Sanitäter. Ja, das sind die bei Gegner, ist ja auch. Oh Gott, ihr haltet so viel aus, die Gegner, ihr. Das geht gar nicht. Junge, geh drauf, Mann. Beseitigt sie! Ich bin in einem Busch. Beseitigt sie? Was? Ihr könnt mich nicht sehen. Ja, 1000 Damage mit dem Kopfschusspistole, nice one. So. Ey, ohne Scheiß. Ja, kann man hier schwimmen? Schwimmen, ja. Okay, alles klar. Bin nämlich falsch gefahren und, ja. Fuck, ist hier viel los? Ich hab keine Ahnung, wo ihr seid, ne? Ich hab okay. Gar nicht, ich achte gar nicht drauf, ich töte einfach nur. Ja, ich hab mich mal wieder direkt verlaufen. Ich genie ich. Ah, Moment. Oh. Ey, du betatschst mich hier. Aber ja, danke, ich muss also, doch. Also, Leute, ich bin jetzt beim Missionsziel. Den Freaks komme ich nicht an sie heran. Befestige diese Positionszeit an den Vorräten. Ja. Komm dann zurück und hol mich. Ja, was denn? Was meinst du? Ich bin beim Missionsziel, Missionsziel. Beim was? Ich bin bei dem hier, bei dem Großen. Wie bei dem Großen. Wir haben doch die Mission plündere Medizinschrank, oder? Ja, ich bin einfach... Ja, Pua, kriegst du mit dir redet ja geil. Ja, na, mein... Alter, Alter, und jetzt kämpfe ich hier alleine. Was ist los mit euch? So much Team, oder was? Ja, genau das, was ich gebraucht habe. Bitte. Ja, mach nur kurz den Dicken hier weg und dann kommen wir. Ja, der Dicke hier ist denn nervig. Ja, ist down. Okay, so, danke schön. Hier weg. Ja. Wo ist Nickels? Der ist da unten. Der ist da oben im Norden. Wo ist Nickels? Der ist da oben.
Ja, komm einfach. Wenn du ziehst, komm einfach. Ja, was? Ja, wir müssen doch hier zu mir. Hier ist doch mein Missionsziel. In Nasenbären. Ja, du bist ja gleich abgehauen. Ja, ich dachte, wir fahren durch. Ach ja, weißt du, ey, wir haben alle Bikes, Junge. Da wird durchgeradelt. Er ist abgehauen. Was ist das denn? Ja, na, wie... Wir sind im Krieg und im Krieg bin ich Gott. Hallo. Jetzt komm ich hier nicht runter, scheiße. Okay. Oh, was ist das für eine Kacke? Ach, Leute, ihr auch hier. Cool. Ja. Halt dein Maul, wir müssen hier den. Halt dein Maul, Mama. Oh, jetzt nehme ich kein Wiederbeleben. Nice, Mann. Oh, scheiße, ich habe keinen Muni mehr. Spaß? Ja, das hatte ich auch wohl, mittlerweile habe ich wieder welche. Ja, ich geh mal kurz Muni holen. Das hier da. Müsste hier eigentlich hier sein. Oder auch nicht. Ja. Mach kaputt. Gut gemacht. Okay, das hat überraschend gut funktioniert. Gut gemacht, wir haben sie. Ich hab jetzt auch auf einmal wieder Moon. Ich hab grad gesammelt, kann sein, dass das für die Gruppe zählt, wenn einer sammeln geht. Das ist natürlich cool, wenn sie das geändert hat. Das wäre ganz cool, ja. Ganz cool wäre es quasi. So, und du? Ja, was steht bei euch? Nehmen wir das gleiche, hilf E-Rip-Sanitäter. So. Wir haben hier noch zu tun, ich glaube hier ist noch. Ja, da oben, wo er hinrennt. Ja, was, ja. Wo, was, wie, was, wo, da? Ah, hier, ja. Das einzige Typ, der da oben nicht steht, oder was? Ja, bist du. Das ist das, wenn man einfach abhaut. Ich, Alter, ohne Scheiß, wa? Lol. Ja. Ihr zwei, das ist immer. Ist gut, dass mit mir keiner redet, da kommt jetzt in die Kälte rein. Jetzt oh, cool. Alter, ich bin tot, ich bin down, Junge. Rücke vor. Alles gleich, ich bin wieder da. Easy. Okay. Wo haben Sie die Hubschrauber her? Moment, das oh, sind Hubschrauber. Oh, Hilfe! Oh nein! Tankenhubschrauber. Nichts in der Broschüre. Ja, genau. Davon stand nichts in der Broschüre. Scheiße! Wurde getroffen! Scheiße! Ach, da hier. Ihr müsst hier die Leute mit den Schilden wieder schützen. Einfach alles töten sie die Wiese. Ich meine, komm schon, das ist irgendwie erstes Kapitel oder so. Wie schwer kann das schon sein? Ja, du bist schon gestorben. Mehr sage ich dazu nicht. Das ist ja Quatsch. Bin nicht gestorben, ich habe nur eine künstlerische Denkpause eingenommen. So. Geh down! Ey, drei Schrotflintenschüsse ins Gesicht. Jawohl. Jo, ich hab die meisten Punkte. Jawohl. Wie ich es geschafft hab, keine Ahnung. Jawohl. Keine Ahnung. Jawohl. Jawohl. Ich bin gut. Oh, ich glaube, wir sind noch wieder durch, ne? Sorry. Was ist los? Ich, typ, also ich hab den Typ damit zum Brennen gebracht. Ja, nice, man. Ja, Pokerkeks, ich glaube, wir sind wieder durch, ne? Ja. Wow. Genau. Wow, ist so medizinisch. Was wird denn dahin? Seid ihr? Ah, hier dürfen wir eigentlich geschützt sein, oder? Keine Ahnung. Hier sind wir nicht geschützt. Die werden umgestürzt, sind die hier. Ja. Ja. So, also, okay. Es so, hat mir Spaß warte, gemacht, euch alleine Busch. Dieses Let's Play zu safe. Zeigen, weil ich mich, mir hört eh keiner zu, also von dem her. Es müssten Futago und ich einfach weiterreden, während Pokerkings abmoderiert. Genau. Das wäre voll geil. Und während Pokerkings abmoderiert, weißt du, ich hasse das, wenn die Leute reinreden, er ist echt scheiße. Genau. Findest du nicht auch Futago? Ist echt eklig, wenn Leute einfach so reinreden und ich meine, wir wollen auch mehr arbeiten und moderieren, ne? Warte mal, wie kann ich dich muten? Nein, es ist okay. Nee. Also das war die zweite Folge von Defiance mit den Groupfindern. Die nächsten zwei Folgen kommen Samstag und Sonntag nächste Woche, auch wie gewohnt 15 Uhr. Ja, und schreibt mal unter den Videos in die Kommentare, welches Let's Play oder, ja, Let's Play kann man das ja nicht nennen, welche Tests ihr als nächstes sehen wollt. Sollte ein MMORPG sein, Genre davon ist egal, ob hier so Shooter-mäßig oder Fantasy, das ist vollkommen... Oder tittenmäßig, also ja. Ist mir ist immer gut, ja. Alles, Eigenbeschuss bitte aus.
So, und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Hashtag Granatenkill.